Moin! Heute der dritte Teil vom Geografie-Quiz. Es geht heute zuerst um die Metropolen von der Welt. Das sind, glaube ich, gleich noch aussuchen, oder? Nee, ich glaube, es waren knapp über 20, egal. Dann geht's um die Flüsse Europas und dann um die Länder von Europa nochmal. Und ja, würde ich sagen, starten wir mal mit den Metropolen. Kann ich nichts weiter an den Einstellungen machen. Ich habe erst eine Runde hier mit den Metropolen gespielt. Also, nee, obwohl habe ich gar nicht. Ich habe nur versucht, alles rauszukriegen. Egal, Leute, wir fangen jetzt an. Kairo ist hier. Lagos ist hier. Gott, Alter, da will ich ehrlich gesagt nicht leben. Shanghai ist irgendwo hier. Ich glaube, ja, es war doch da. Da wollte ich zuerst hin, aber war ich mir doch nicht so sicher. 27 Millionen Menschen, das wäre mir viel zu viel. Karachi ist doch auch irgendwo hier. Das ist Tokio, Karachi, ja dann. Muss irgendwo hier sein. Ja. Pakistan. Ja, ich sag mal nichts mehr zu. So, Delhi. Mexiko-Stadt. Jakarta. Was ist Jakarta? Ist es Afrika? Nee, dann ist es. Nicht hier. Das ist niemals hier. Okay, ich wollte schon sagen. Ah ja, Indonesien. Ja, Indonesien kenne ich mich nicht aus, sorry. So. Seoul ist hier. Hier. Dann ist es hier. Ich weiß aber, Leute, denkt nicht, dass ich lost bin. Ich weiß ungefähr, wo die sind. So, Tokio. Hier. Ganz klar. Peking. Ist das Peking oder ist das Peking? Ich glaube, das. Ah, es war doch da oben, scheiße. Sao Paulo. Nicht, ist es, also ist das nicht Rio de Janeiro. Okay. Teheran. Hat sich nach Iran angehört. Moskau. So, New York. Okay, kann ich nicht aussprechen. Das ist hier. Okay, dann ist es Afrika, ja. Demokratische Republik Kongo. Sydney ist Australien, das sollte man wissen. Mumbai. Immer das. Okay, nevermind. Immer das, was ich zuerst mal möchte, ist es dann aber. Dakar. Bleibt nur noch das übrig. Und dann ist es London. So. Im Schnitt 2 für jede Metropole gebraucht. Ich würde sagen, ist der Durchschnitt. Ein guter Durchschnitt. So, dann jetzt die Flüsse Europas. Habe ich noch gar nicht gespielt. Po. Nicht falsch denken, Leute. Ich glaube, es war hier. Ja. Donau ist hier. Rhone. Rhone? Noch nie gehört. Mein Gott, guck mal, die Welt besteht nur aus Europa. Ist das nicht krass? Rhone, weiß ich echt nicht. Also Rhone, noch nie gehört. Auch wenn ich mich für Geografie interessiere, Rhone noch nie gehört. Deswegen suche ich hier so ein bisschen ab. Das ist der Rhein. Ah ja, das kleine da. Seine, okay. Das passt zum Insider gerade in der Schule. Seine, weiß ich nicht. Hier. Seine habe ich auch noch nie gehört, leider. Okay. Don. Bestimmt bei der Donau irgendwo. Also das nicht, das nicht.
Okay, dann doch nicht. Scheiße, Mann, die Tries, die Versuche. Ich hab die alle noch nie gehört, Hilfe. Okay, Themse ist London. Geht durch London. Mars. Nicht Spanien. Hä? Was habe ich denn übersehen? Ach so, da. Leure. Scheiße, Mann, die Tries. Aber sieht man, dass mir Flüsse nicht so liegen. So, Tayo muss das. Achso, nee, hier unten. Rhein ist hier. Wolga. Na, nee, war doch das. Elbe ist hier. Ebro. Ebro. Scheiße, das war so schlecht. Oh mein Gott. Im Schnitt für jeden Fluss drei Tries gebraucht. Gar nicht gut. Okay, dann kommen wir jetzt zum letzten. Zu den Ländern von Europa. Nochmal so ein bisschen. Naja, ich nenne es mal Grundwissen. Okay, 46 Länder. Wir kriegen das hin. Wo eher, ich krieg das hin. So, die Slowakei ist. Moment. Österreich, Ungarn? Was war Ungarn? Slowakei ist eins von den beiden. Ja, first try. Finnland ist hier. Nordmazedonien ist hier. Deutschland ist hier. Niederlande ist da. Litauen. Serbien. Denkt übrigens nicht, weil es kann ja sein, dass es manche von euch denken irgendwie. Scheiße, es war doch das. Dass ich hier nebenbei eine Map offen habe, das ist mir gerade so eingefallen. Nein, mache ich nicht. Sowas mache ich nicht. Ich interessiere mich wirklich für Geografie. Sieht man mir vielleicht hier gerade zwischendurch nicht so an, aber es ist so. Glaub mir. Luxemburg, wie konnte ich das kurzzeitig vergessen? Moldawien. Weißrussland, Malta, Bulgarien, das ist die Ukraine, das ist Bulgarien sein, ja. Schweden, Griechenland, Zypern, Lettland, Russland, Ungarn, Rumänien, Italien, Island, Dänemark, Schweiz, Spanien, San Marino, hier, ne? Ja. Belgien, Slowenien, Vereinigtes Königreich, Österreich, Portugal, Monaco, Andorra, Irland, Norwegen, Ukraine, Montenegro, nein, scheiße, ich wollte hier, ja, ich wollte wirklich hier hinklicken, aber. Naja, egal. Liechtenstein, Bosnien, Albanien. Ah, das war's, okay. Das ist eine richtig gute Quote. Hier, nur 6 Mal falsch gehabt. Ja, und dann würde ich auch schon sagen, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und es kommt weiterhin bei euch so gut an. Ich würde nämlich gerne jetzt in den nächsten Wochen noch ein Geografie-Quiz speziell über Deutschland machen, also vielleicht Deutschlandflüsse und nicht Europaflüsse oder so, oder halt Deutschlandgebirge oder irgendwie so. Oder vielleicht, wenn es das gibt, auch von Österreich, weil es gibt ja auch gewisse österreichische Zuschauer. Ja, würde ich sagen, man sieht sich dann bald wieder.